Ein schwacher Akku wäre das Schlimmste, was Jörg Neblung in diesen Tagen passieren kann. Der Spielerberater ist im türkischen Belek, dort, wo sich gut ein Dutzend der Bundesliga-Teams vorbereitet. Im Januar passiert noch nicht so viel, aber wir bereiten natürlich schon Transfers für den Sommer vor. Wir machen schon vorher die Termine, bevor wir abfliegen mit den Vereinen, weil es inzwischen tatsächlich ein Basar geworden ist. Es sind sehr viele Berater hier. Und die wittern nicht nur bei Werder Bremen das Geschäft. Mehr als 100 Millionen Euro an Honoraren kassierten die Berater im vergangenen Jahr. Und aktuell droht 57 Bundesliga-Kickern das Aus zum Rückrundenstart. Entweder sind die Spieler wie Leverkusens Südkoreaner Heung-Min Son für den Asien-Cup oder Schalkes Kameruner Erik-Maxim Choupo-Moting für den Afrika-Cup abgestellt. Andere Clubs haben schlicht und einfach Verletzungspech, so wie Dortmund. Beim BVB verletzten sich im Test gegen Steaua Bukarest mit Kevin Großkreuz und Sebastian Kehl gleich zwei Stammspieler im Trainingslager. Für die Berater eigentlich ein günstiger Moment, um Spieler anzubieten. Der Markt wird nicht größer, aber die Anzahl der Anbieter wird größer. Dementsprechend wird sich die Ellbogenmentalität da auch ein bisschen verstärken. Es gibt Kollegen, mit denen kann man sehr gut auskommen. Es gibt ein paar, denen geht man aus dem Wege. Ich glaube, das ist aber in anderen Branchen auch so. Fernab der Heimat verhandelt Neblung aktuell für seinen Schützling Timo Hildebrand. Frankfurts Keeper würde gerne seine Karriere in den USA beenden. Das ist aber bei weitem nicht seine einzige Baustelle in Belek.